Also wir waren ja jetzt eine Woche im Silicon Valley und bei Startups denkt man immer an digital und IT und so weiter. Und jetzt möchte ich euch mal zeigen, wie ein Startup auch aussehen kann, nämlich richtig Sachen zum Anfassen. Das ist Anat und Ruven. Und erzählt mal, was ihr macht und wie eure Company heißt. Also wir heißen Bufo und wir machen seit 25 Jahren Surfbretter und Skateboards und haben jetzt eine neue Technologie entwickelt, wo wir eine dreidimensionale Konstruktion schaffen aus Kork und Carbon mit außergewöhnlichen Dämpfungseigenschaften. Das Ganze ist bis zu 50% leichter und fühlt sich hervorragend an. Und es ist wirklich hammerleicht. Ich habe vorhin das Surfbrett mal hochgehoben. Man sieht es natürlich im Bild nicht, aber es ist wirklich so super leicht. Super leicht, ja. Und was erhofft ihr euch jetzt vom Silicon Valley? Also was habt ihr für Kontakte gemacht hier? Wir haben mit einigen Leuten gesprochen, die dann eventuell diese Konstruktion für andere Anwendungen dann benutzen wollen. Eine ist zum Beispiel ein Elektroscooter-Hersteller, der auch deutlich Gewicht reduzieren möchte, aber auch zum anderen halt hohe Dämpfungseigenschaften braucht, um eine höhere Laufruhe eigentlich bei den Geräten auch dann zu gewährleisten. Also auch diese Hoverboards, diese elektrischen? Nee, das ist ja richtig ein klassischer Scooter mit Lenker und Bremsen. Und er hofft auch, dass es halt eventuell auch in Deutschland dann irgendwann auch TÜV bekommt und dann auch legal unterwegs sein kann auf den Straßen. Super. Ja, vielen Dank fürs Zeigen und heute ist euch viel Erfolg. Danke. Danke. So, jetzt bin ich wieder zurück in München nach einem sehr angenehmen Flug. Ich habe ein First Class Upgrade gekriegt und saß witzigerweise im gleichen Flieger wie Brigitte Zypris. Die saß zwei Reihen hinter mir. Wir haben noch ein bisschen geplaudert und jetzt bin ich mit vielen Eindrücken wieder frisch erholt, sozusagen zurück im hochsommerlichen München, wo ja, es glaube ich auch 30 Grad hat oder so. Das war meine Reihe aus dem Silicon Valley. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und bis demnächst.